Podcast, Solo-Volk vom 2.2.22. Sag ich jetzt heute den ganzen Tag. Hey, was ist heute für Tag? 2.2.22. Ich weiß nicht, warum ich das so gern sage. Ich weiß nicht, warum ich es so sage, aber ich sage es gern so. Hey, ist heute Dienstag oder Mittwoch? Heute ist der 2.2.22. Ganz leicht militärischer Einschlag. Als ob ich das wüsste. Ich bin ja nie im Militär gesehen. Hello und willkommen. Es ist wieder mal der Morgenschölle am Start. Der Morgenmutzi, wo sich meldet. Und nicht so fit ist wie auch schon, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Aber also bis jetzt zumindest kein Covid. Ne? Holzallange. Und es ist vielleicht mehr einfach wieder, habe ich euch schon mal erzählt, mittlerweile so, dass ich immer so ein bisschen den Schnuppen habe, nachdem ich mehr als 2 Gläser Alkohol getrunken habe. Ich habe gemerkt, es muss nicht einmal ein Kater sein. Es liegt einfach, wenn ich ein bisschen Alkohol getrunken habe. Und schon habe ich nachher den Schnuppen. Wahnsinn, oder? Aber ich tue natürlich weiter testen und Abstand und all das Zeugs. Aber es ist komisch. Heute wache ich auf und habe Schnuppen. Und warum habe ich gestern ein bisschen Alkohol getrunken? Weil gestern ist eure Obermutzi, oder wie man es auch immer will nennen, 34 geworden. Yay! 34, es fühlt sich genau gleich an wie 33. Vor allem, ich bin so einer, ich runde in meinem Kopf immer schon recht früh auf. Also jetzt bin ich 34, ist klar. Ja? Aber ich habe so das Gefühl, ab August, September bin ich in meinem Kopf dann schon langsam 35. Ist jetzt so gesehen. Und ich glaube so, in den Mitte 30er Jahren, okay, Mitte 30, ja, jetzt merke ich doch, nein, ich fühle mich nicht älter. Man ist einfach nicht mehr Anfang 30. Aber was ist schon Anfang 30? Anfang 30 ist so, Anfang 30 ist, wenn du nicht mehr 30 bist. Aber mit 33 bin ich eigentlich auch nicht mehr Anfang 30 gesehen. Da bin ich so knapp noch erst Drittel 30, bla bla bla. Schnapszahl, hä? Kannst du ein paar Schnaps nehmen? Jetzt auf jeden Fall bin ich 34 und ja, fühlt sich nicht anders an. Aber ganz schön im engsten Kreis, also nicht sitzend eng, sondern einfach meine Freundin, meine Schwester, meine Mutter und mein Vater. Wir haben gestern schönes Nachtgegessen. Ich habe so Metze bestellt. Sensationell sind die gesehen. Sprich, ich habe, wenn ich jetzt da schaue, habe ich etwa noch, keine Ahnung, nicht ganz die Hälfte, aber noch gut etwas übrig. Das ist Wahnsinn mit diesen Metzen. Ich habe für 4 Personen bestellt. Nicht, weil ich gizig bin, weil ich gewusst habe, es wird eh lange. Und wir haben viel zu viel. Und wir sind 5 gesehen. Und wir haben alle gegessen. Und zwar anständig. Ja, interessiert euch wahrscheinlich eh nicht. Ich weiß ja nicht, warum ich das erzähle. Sondern, warum erzähle ich eigentlich euch... ich habe Geburtstag gehabt und habe gedacht, ich erzähle euch das erst, nachdem es passiert ist. Weil ich schätze zwar sehr Nachrichten und all das Zeugs, aber es ist auch ein bisschen anstrengend. Es ist immer ein bisschen anstrengend. Ich weiß jetzt in meinem Kopf,
dass ich heute sicher noch zu tun habe, um allen Menschen zu antworten. Es ist aber natürlich, wenn man dann das Positive sieht an dem Ganzen, es ist auch mega schön. Es gibt so herzige und tolle Nachrichten, die mich wirklich, wirklich freuen. Es gibt Leute, wo man es nicht erwartet. Und im Umkehrschluss, es gibt natürlich dann auch Leute, die einem sehr nah sind, wo man so eigentlich schon fast erwartet, dass sie sich nicht melden. Das ist wirklich so. Aber ich glaube, so bei mir mit meinen besten Freunden, ich bin dort auch nicht wirklich besser. Ich probiere es, ja, und ich schaffe es meistens, aber es ist meistens mit so ein, zwei Tagen Verspätung. Und es ist genauso im Gleichen mit denen in meinem näheren Umfeld. Da gibt es wirklich Leute, so vor 6 Jahren einmal nicht mehr gesehen, ja. 100% werden die irgendwie schreiben, hey, alles Gute zum Geburtstag. Hingegen sind die Best Buddies von, ich weiss jetzt in meinem Kopf, sicher 2. Warte, jetzt muss ich schnell überlegen. Jetzt gerade wüsste ich sicher 2, die noch nicht gratuliert haben. Wo dann irgendwann, aber, das weiss ich auch, ich schätze jetzt mal morgen oder übermorgen, dann mal so, hey, oh, ja, übrigens, so. Und das zieht sich dann immer so hier und her, weil ich kann es dann wieder nutzen, wenn den sie Geburtstag haben und ich es dann irgendwie nicht vergiss, aber halt einfach irgendwie gerade so ein bisschen an dem Tag ist dann meistens gerade viel los und man denkt so, ja, soll ich anrufen? Weil ich bin einer von diesen Menschen. Ich bin so narzisstisch, ich habe das Gefühl, die Leute freuen sich wahnsinnig, wenn ich anrufe. Ja. So, ich schenke ihnen schon nur etwas, indem ich ihnen anrufe. Und die sind wahrscheinlich auf der anderen Seite so, was hat das Gefühl, dass ich nur 3 Minuten von meinem Tag verbringe, mit ihm zu schwätzen? Aber ich kann das dann auch wieder nutzen, um dann irgendwie halt ein paar Tage später mich melden und sagen, hey, da sind wir jetzt. Wie du, melde auch ich mich traditionell ein paar Tage zu spät zu deinem Geburtstag. So. Ja, 2. Okay, nein, ich weiß es von 2 sicher. Die dritte Person hat mir gestern zwar geschrieben, aber wegen etwas völlig anderem. So, hey du, den und den haben wir abgemacht, aber das und das und so. Das ist alles Klassiker. Ja, so. Das aber eigentlich schon alles zu meinem Geburtstag, weil viel mehr kann man ja gar nicht erzählen momentan, gell? Und was kann ich euch sonst noch erzählen? Ich kann erzählen, dass ich ein wunderbares Weekend gehabt habe. Ich habe mich nicht gestresst, aber es ist wieder so typisch gesehen. Ich habe wieder so etwas durchgemacht, was ich noch oft durchmache. Und zwar, ich kriege eine Anfrage für irgendetwas. Ja? Was auch immer. Und wenn es etwas ist, was ich in einer Art und Weise so noch nie gemacht habe, dann bin ich immer sehr, sehr, wie nennt man das? Tempted. Ich bin mal ein halbes Jahr im Ausland gesehen, ich kann im Deutsch. Tempted. In Versuchung, zuzusagen. Weil es irgendwie eine Herausforderung ist und irgendwie noch cool und so, ja. Und oft ist das dann mit einer Deadline verbunden, sagen wir jetzt mal. Und eins in dem Fall ist es gesehen, einen Artikel zu schreiben für etwas, ja. Mit recht viel Zeichen, also nicht auf so eine Kolumne. So. Das habe ich nämlich früher noch mal gehabt. Irgendwie eine Kolumne müssen schreiben. Und dann bist du so, oh Gott, wie schreibe ich nur 400 Zeichen? Oh nein. Und dann merkst du, es ist so ein längeres SMS. So, ah, okay. Also ein bisschen übertrieben jetzt, aber es geht in die Richtung. Und dort ist aber jetzt mehr so gesehen, 10'000 Zeichen. Und dann merke ich, aha, das ist ja, keine Ahnung, eine Maturarbeit oder so. Und wie so oft sage ich dann zu und denke so, ja, das ist ja erst in 2 Monaten. Dann mache ich mir mal so eine schöne Erinnerung 2 Wochen vorher.
Dann kriege ich die und bin irgendwie gerade am Skifahren und finde, ja, ja, das ist ja erst in 2 Wochen. Und dann kommt die Deadline auf effektiv 31.01. Und dann habe ich gewusst, okay, das wird mein Weekend. Und wie es dann aber auch so ist, in dem Moment, wo ich das machen muss, finde ich mich der Dümmste, dass ich zugesagt habe. Und wenn ich dann fertig bin, ist es nicht eine mega Erleichterung, aber so ein bisschen stolz, weil, hey, ich habe wieder etwas gemacht. Und dann sehr nett, denen, die ich das schicken musste, die haben dann auch unglaublich nett zurückgeschrieben und gesagt, das sei so toll. Ich bin dann natürlich auch so, ich glaube ihnen nicht. Ich denke so, ja, ja, die sagen das jetzt einfach, damit ich mich nicht allzu schlecht fühle. Aber immerhin, das weiß ich, es ist nicht super schlecht geworden. Aber es ist, glaube ich, auch nicht so gut, wie sie behaupten. Aber wie egal. Auf jeden Fall habe ich das machen. Und während ich das so gemacht habe, habe ich gemerkt, ich habe wirklich, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwulstig, aber ich habe die beste Freundin ever. Wirklich. Es ist so ein schönes Weekend gewesen, weil wir haben es, obwohl ich so zu tun hatte, haben wir es super gehabt. Ich bin bei ihr gesehen und irgendwie, sie hat gewusst, ich muss das machen und so. Und sie hat mir geholfen, wo sie hat können helfen. Und sie hat überhaupt nicht irgendwie groß das angekündigt, sondern sie hat es einfach gemacht. Und zwar hat sie am Samstag hat sie irgendwie einfach so einen Teig geknetet. Und ich sage so, was machst du? Und sie sagt, ich mache einen Zopf. Du hast ja so gern Zopf. Jetzt kommt es aber, sie hat gar nicht so gern Zopf. Hat gefunden, sie macht einen Zopf. Ich so, wow, voll geil. Und dann haben wir am Sonntag mit Zopf gegessen und so. Und ich so, das ist der Shit. Und so haben wir dann Sonntag so schön Junkfood Day. Haben sie gefunden, Pizza war geil. Haben wir Pizza bestellt. Und vor 10 Jahren hatte ich mir so etwas katastrophal aufgehängt. So bin ich auf so ein bisschen gesehen. Folgendes ist passiert. Wir bestellen Pizza. Man kann auswählen zwischen 24 cm, 30 cm und 40 cm. Und ich sage jetzt nicht, welches Unternehmen, ja, aber ich sage mal so, ich habe sicher schon mehr als 10 Pizzen dort bestellt. Auf jeden Fall gibt es sicher auch mehr als 10 von den Filialen in der Schweiz. Ich habe das Gefühl, die sind sogar in der ganzen Schweiz, ja. Und halt je nachdem, welche Filiale man bedient, kann es kleine Qualitätsunterschiede geben, ja. So, dass du sagst, hey, von 1 bis 10, da gebe ich dir jetzt keine 10, sondern vielleicht nur eine 8 oder eine 7, ja. Also auf Italienisch 8 und kein 10. Auf jeden Fall bestellen wir bei einer von diesen Filialen und bei der habe ich persönlich noch nie bestellt. Meine Freundin auch nicht. Auf jeden Fall kann man dann auswählen. 24 cm, 30 cm, 40 cm. Und ich bin früher bin ich immer so gesehen, ich nehme das Größte, 40 cm. Und dann hat ich sie irgendwie ein bisschen nicht mag und es hat dann irgendwie trotzdem noch 3 Stück übrig und ich klappe fast zusammen. Und am nächsten Tag kann ich dann irgendwie noch 3 Stück, wenn ich irgendwie so halb warm mache. Aber irgendwie langt das dann nicht für eine ganze Mahlzeit. Und es ist ein Teufelskreis. Also bin ich mittlerweile ein bisschen schlauer geworden und habe gemerkt, hey, es muss nicht immer das Größte sein. Habe ich eh schon oft gesagt, so als kleiner Trost. Auf jeden Fall bestellen wir denen und sie sagt noch, willst du 30 oder 40? Und ich sage, nein, ich meine immer, ich will 40, aber ich will nur 30, weil 30 ist eigentlich perfekt. Ja, wenn ich das gegessen habe, dann bin ich eigentlich einfach satt und alles ist gut. Super. Bestellen wir, kurze halbe Stunde, dann können wir unsere Pizza und dann mache ich auf. Und ich habe die kleinste Pizza, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich sage, the fuck is that? Das war winzig.
dann bin ich ein Massband geholt. Einfach nicht zum Reklamieren oder so, das ist mir alles wurscht. Ich erzähle es lieber euch im Podcast und ihr boykottiert sie dann alle. Nein, auch nicht, weil ich liebe die Pizza von dort und ich bestelle immer wieder. Ich habe gemerkt, die Filiale vielleicht nicht mehr. Dann habe ich das Massband genommen und es ist auch keine runde Pizza gewesen. Es ist wirklich so gewesen, wenn ich in eine Pizzeria gehe und sie sage, hey, du, komm mal hinten. Und ich so, ja, schau mal da. Da haben wir den Teig, dort einmal ausrollen, du machst jetzt eine Pizza. Und ich so, was, ich mache Pizza, ohne Scheiß. Wow, das ist die erste Pizza, die ich mache. Sie, ja, super, roll da mal aus, okay, zieh ein bisschen, ja, genau so. Top, sieht super aus, ja. So hat sie ausgesehen. Also hat jemand zum ersten Mal eine Pizza gemacht. Mit so einem, es ist nicht einmal ein Oval gesehen, es ist wirklich so gesehen, so wie wenn ein Kind einen Herdöpfel malt. Das einfach zweidimensional. Gemalt ist eh zweidimensional. Sie ist, Achtung, am breitesten Punkt ist sie 29 cm gesehen und am schmalsten Punkt ist sie 24,5, 25 cm gesehen. So, also per Definition eine kleine Pizza, weil an keinem Punkt ist sie überhaupt 30 cm gesehen. Und wenn man das dann auf die ganze Runde, wo ja dort nicht mal rund gesehen ist, misst, da fällt dann schon recht ein Stück Pizza. Also, ich bin aber nicht wirklich aufgeregt, ich bin einfach so ein bisschen enttäuscht gesehen. Ich habe so, wirklich, oh, was? Geld zahlt für das und ich habe mich gefreut und so. Und ich so, ja. Ah. Und dann hat meine Freundin einfach, ich mache dir noch eine. Und ich so, was? Nein, musst doch nicht, sicher nicht. Und ich habe so gedacht, sie macht so einen halben Witz. Und sie so, doch, alles da. Dann packt sie Teig aus, dann kurz 3 Sekunden und sie hat den Teig ausgerollt. Dann macht sie irgendeine selber gemachte Tomatensauce drüber, wo sie auch nicht im Kühlschrank hat. Käse, hat sie viel Käse, wenig Käse. Und ich so, what? Sagt sie, ja, ich will nicht, dass du irgendwie, dass du irgendwie enttäuscht bist wegen dem Essen und so. Und meine Freundin mir noch schnell eine fucking Pizza gemacht. Und ich habe mein Glück nicht können glauben. Wahnsinn. Und das am gleichen Weekend, wo sie schon einen Zopf gemacht hat, wo sie nicht gern hat. Sie hat 2 selbstlose Essen gemacht für mich. Und ich erwarte nie, die Frau muss kochen und so. Überhaupt nicht. Aber es hat mich ein bisschen berührt. Weil ich finde Essen schon nicht unwichtig. So. Und also ich könnte jeden Podcast erzählen, wie toll ich meine Freundin finde. Aber ich will nicht, dass das ein übertriebenes Ding wird, dass ich immer erzähle, wie toll meine Freundin ist. Und die anderen Gründe möchte ich vielleicht auch nicht unbedingt allzu öffentlich machen. Aber in dem Punkt habe ich gedacht, das könnte ich jetzt erzählen. Ja? Einfach, weil ich irgendwie auch noch mit dem Artikel beschäftigt gesehen bin und was weiß ich. Und es ist einfach schön gesehen. Und dann sind wir am Montag, und das habe ich mir gewünscht, Achtung, weil mein Geburtstag ja gestern war, habe ich so gedacht, ursprünglich mal, man könnte vielleicht irgendwie weg ein paar Tage und so. Und darum haben wir jetzt eben ein paar Tage uns Zeit genommen, dass wir irgendwie können, zusammen Zeit verbringen. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, wo könnte man hin. Und irgendwie das Wetter ist ja mehr die Jahreszeit an sich, erlaubt jetzt nicht für grosse Tagesausflüge die ganze Zeit. Und irgendwie in der Stadt habe ich dann irgendwie auch nicht mehr wollen. Und auch wegen der Reise, also Bestimmungen, ich meine eh nicht groß ins Ausland wollen, sondern schon nur nicht zu weit. Und dann irgendwie, aber auch auf Deutschland ist schon mühsam und irgendwie unter zu viele Leute habe ich auch nicht wollen und bla bla bla. Also habe ich dann irgendwann gesagt, hey, ich muss eh noch den Artikel schreiben. Wie war es, wenn man halt einfach daheim bleiben, so grundsätzlich, können wir schon Zeugs machen. Und am Montag, weil Montag ist ein guter Tag für das, gehen wir endlich in die IKEA. Und dann sind wir gegangen. Und wir sind gegangen, große Tipp an alle, wir sind gegangen ohne Zeitdruck. Ja? Wir sind am Mittag gegangen und das Ding hat bis um 9 Uhr zu oben offen gehabt.
Wir haben uns keine Sekunde irgendwie blöd angefaucht. Wir haben keinen Stress gehabt. Wir haben angeschaut, was wir wollen anschauen wollten. Wir sind weitergelaufen, wenn wir wollen weiterlaufen. Wir sind auf grusige, violette Sofas gelegen, wenn wir hätten drauflegen können und so weiter und so fort. Und wir haben einen super Tag gehabt. Schon müde am Schluss, weil es ist ja viel. Weil ich meine, sorry, wie viel Küsse kannst du anschauen? Und wie viel Stil kannst du anschauen, ohne dass die Hirne komplett raucht? Weil in meinem Fall habe ich gedacht, vielleicht besorge ich mir mal gute Küchenstil. Und ich habe es nicht gemacht. Weil einfach, keine Ahnung, das ist ja, was ist das gesehen? Der Steve Jobs hat immer gefunden, er zieht nur einen schwarzen Rollkragenpulli an und Blue Jeans, damit er weniger Entscheidungen muss treffen in seinem Tag. Nicht, weil er mit dem wie ein super Narzisst ausgesehen hat. Nein, sondern weil er weniger Entscheidungen müssen treffen. Und ich verstand es auf einem gewissen Level, verstand ich es, weil einfach zu viele Entscheidungen sind nicht gut. Und schon nur die Auswahl. Wenn es jetzt einfach gesehen war, es gibt zwei Sorten von Stil. Weltweit. Es gibt zwei Sorten von Stil. Stil, Sessel kann es noch andere geben. Ja? Haben wir gesagt, schau da, es gibt da metallisch und es gibt da holzig. Welche willst du? Weißt du, wie cool? Das war voll das Ding. Dann würden so die Leute untereinander würden sagen, hey, bist du ein Metalltyp oder bist du ein Holztyp? So auf Tinder würden irgendwie die Leute schreiben, only wood people. Okay, das könnte man vielleicht ein bisschen falsch verstehen. Aber die wissen, was ich meine. Das war ja voll geil. Und dann war es wirklich oft so, dann hatte ich ja schon gewusst, ich bin für die Küche eher der Holztyp. Für die Küche bin ich eher der Metalltyp. That's it. Fertig. Aber nein, es gibt alles Mögliche. Und vor allem jetzt in dem spezifischen Laden gibt es ja dann halt auch noch Sachen, die einigermaßen aussehen und dann merkst du, aber das Material, ugh. Oh nein, das hat jetzt schon so grusige Flecken und Kratzer. Das hält nicht lang. Und somit hat sich das dann auch erledigt und ich bin ohne Stil weiter. Aber wir haben einen Top-Tag gehabt. Sehr, sehr lustig gesehen. Und ja, das soweit zu dem. Jetzt habe ich ja schon wieder 22 Minuten gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Das heisst, ich erzähle euch jetzt vielleicht noch, falls Mails reingekommen sind. Ich habe gar noch nicht geschaut, ich weiß es gar noch nicht. We will see. Bis ich dort Mailprogramm aufgemacht habe, kann ich sagen, diese Woche noch Mann St. Gallen. Solo mit meiner Wenigkeit. Samstag Liestl. Solo mit meiner Wenigkeit. Nächste Woche Dübendorf, Donnerstag, Solo mit meiner Wenigkeit. Und am Samstag 12. Stand-up im Zack Jona, Rapperswil-Jona, nice. So, dann sehen wir doch mal da bei den Mails. Oh, da haben wir tatsächlich ein bisschen etwas. Achtung! Podcast mit James Grunz. Hoi Joel, ich bin immer noch am Nachhören des Podcasts und kam heute wieder mal dazu, einer zu hören. Eigentlich wäre ich heute Donnerstag, 27.01. genügend müde, aber da am Freitag um 0 Uhr coole Songs veröffentlicht werden und ich diese dann schon hören möchte, hatte ich noch Zeit. Du hast Zeit aufgefüllt, bis du dann hast keine neue Musik hören. Yes. Item. Das liebe ich. Item, ich bin beim Podcast mit James Grunz angelangt. Oh, ich habe jetzt bald aufgeholt, ja. Fand die Folge interessant und hoffe, dass die Anzahl Personen sich gemeldet haben, dass er die 12 Minuten Skat veröffentlicht. Oder ich habe es verpasst, könnte auch sein. Ja, also da muss ich noch fragen. Ich hoffe sehr, es haben sich 12 Leute gemeldet. Zwei haben wir ja schon gehabt mit dem Christoph und mir. Sorry schnell. So, und noch ein Schlückchen Kaffee hinter drin. Ah.
Eben, ich hoffe, es haben sich genug Leute gemeldet und dass er das auch wirklich veröffentlicht. Ich melde mich mal bei ihm. Ich hoffe, ich schaffe es wieder, öfters die Podcasts nachzuhören. Viel Erfolg weiterhin. Grüße, Andrea. Ah, PS noch. PS, ich wollte dich eigentlich schon lange mal fragen, ob Loh und Lödyk dir eine, wie nennt man es, Affix und Schlussstrich, Rückmeldung zu deinem 079 gegeben haben. Finde ich mega und eigentlich sehr, sehr gut, mit der Affix und Schlussstrich auseinandergenommen. Vielen Dank. Und um deine Frage zu beantworten, direkt die Rückmeldung hätte es nie gegeben. Das weiß ich noch. Ich glaube, sie sind auch mit anderen beschäftigt gewesen, weil, ich meine, ich habe zwar ein kleines Comedy-Video gemacht zu dem Lied, aber es haben irgendwelche Chör- und Guckenmusiken und was weiß ich alles. Ich meine, haben das Lied irgendwie gerade dann auch noch veröffentlicht und covered und ich glaube, die haben viel zu tun gehabt mit den Songs, weil es hat in direkter Rückmeldung gegeben, dass sie mein Video repostet haben. Ich glaube, auf Instagram, so in der Story, irgendwie so. Ich glaube, dort haben sie es repostet und dort habe ich dann aber gemerkt, das ist irgendwie ein Repost gesehen von, keine Ahnung, 20 an dem Tag oder so. Ja. Das heißt, es hat nie ein von ihnen sich direkt bei mir gemeldet. Ich weiß nicht, wie lustig sie es gefunden haben, aber ich glaube, sie haben es jetzt auch nicht mega schlimm gefunden oder so. Weil, also, ich meine, es ist ja eh alles mit ein bisschen Entspanntheit gesehen. Das ist das Gleiche, wie wenn ich den Baschi früher nachher gemacht habe oder du Vujo oder so. Das ist auch mit viel Liebe verbunden. Wenn ich etwas mag, und ja, also mittlerweile kann ich es nicht mehr hören, aber wo das Lied rausgekommen ist, habe ich es auch zwei, dreimal gehört und habe es gut gefunden. Ich habe so ein paar Sachen gemerkt, wo ich gedacht habe, das könnte jetzt noch irgendwie, eben das mit dem Text ist so der Ursprung gesehen, wo ich so gedacht habe, hä, aber wieso läutet er, wieso will er ihre Nummern, wenn er die ganze Zeit 7 der Auskunft dran hat, er kann ja dann einfach mit ihr schwätzen. Das war mein einziger Gedanke gewesen und von dem ist dann immer mehr auf der Bühne entstanden und dann irgendwann sind die so ziemlich genau 5 Minuten zusammen gesehen. Aber das ist alles wie nennt man das? Aus einer positiven Grundeinstellung, so etwas. Es ist nicht gesehen. Ich finde das schlimmste Lied aller Zeiten, shit ist das Scheiße, da 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 da. Sondern mehr, wie finde ich, also nein, das ist von allein passiert, als ich irgendwie eben im Auto gesehen bin und das Lied gehört habe. Und ich meine, wenn ich das Lied super Scheiße gefunden hätte, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gelost. Und dann irgendwie ist von dem Gedanke ist dann immer mehr dazugekommen, so, ah, und wie tun sie eigentlich, wieso hat es noch das? Und da, 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 da. So, aber ich muss auch ehrlich sein, ich habe sie nie gesehen seitdem. Ja, früher haben wir, nicht oft, aber haben wir noch eher Interaktionen gehabt, wo ich halt noch bei so Hit-Radios geschafft habe und sie halt die ganze Zeit Hit rausgehauen haben. Next Mail ist. Ah, das ist auf meine andere Adresse gekommen, aber es ist sehr offensichtlich eins zum Vorlesen. Darum mache ich das jetzt auch. Da weiß ich schon den Inhalt. Salut, Joel. Ohne Pünktli. Und darum schreibt er so, Punkt, Punkt, Punkt. Sorry, wo finde ich die beiden Punkte? Auf dem E, auf der Tastatur. Erkläre ich immer wieder gern. Im Normalfall beim Ausrufezeichen. Dort, wo man Ausrufezeichen drückt, wo man ja sogar noch muss Shift drücken, damit man das Ausrufezeichen drückt, wenn man dort nicht Shift drückt, sondern die zwei Pünktchen unten dran, einfach die Taste an sich drückt und dann es E macht, dann kommen zwei Pünktchen aufs E. Wenn man Mac hat, dort weiß ich es zumindest, kann man auch einfach auf E und lang draufbleiben und danach kann man es dort auswählen.
Hey, bei mir ist es jetzt 15:42 und ich brauche auch ein Doppio. Aber um wach zu bleiben, nicht um wach zu werden. Ich muss dazu sagen, das ist an dem Tag reingekommen, wo ich den letzten Solo-Podcast rausgehauen habe, wo ich ein Doppio getrunken habe. So. Ich hoffe, es ist okay, dass ich die duzen tue. Bei Baujahr 73 denke also, es ist okay so. Du hast die Frage für dich schon selber beantwortet. Perfekt. Gerade im Losen von deinem Podcast. Hey, nein, ich brauche nicht wegen dem Doppio. Es ist echt gerade viel los bei mir beim Arbeiten und ich brauche Auszeit. Wird die Podcast dann im Auto noch beim Heimfahren fertig losen? Denn 53 Minuten kann ich nicht gerade gute Pause machen. Shit, ich habe 53 Minuten gemacht das letzte Mal, ja. Und dann schreibt er hinter dran, kann ich nicht gerade eine Pause machen? Obwohl. Wink. Ich hatte ja schon lange Wetten geschrieben, muss ehrlich zu sagen, dass ich die zuerst nicht so verfolgt habe. Da bin ich auch froh, weil ich habe nicht gern, wenn einfach so Menschen hinter mir laufen. Hat gedacht, naja, ist halt der Sohn vom Heinz. Und ich finde nur schon ihm seine Stimme der Hammer. Egal. Hat auch schon deine Mutter dürfen kennenlernen. Vor vielen Jahren. Alright. Naja, was ich dir eigentlich mitteilen ist, wahrscheinlich wählen, dass ich dich echt gelernt habe, schätzen, deine Podcast super finde und mir echt überlegt, dich mal live gesehen. Das ist alles perfekt so. Danke vielmals. Weißt, vor ein paar Jahren bist du mal mit ein paar Kumpels in der Stadt umgezogen. Herbstmesszeit und du bist an mir vorbeigelaufen und ich habe dich mal ein bisschen beobachtet. Du bist echt umgelaufen wie ein Gockel, als würde dir die Stadt gehören. Ein C-Promi-Klassiker, habe ich mir gedacht. Sorry, bin halt einfach ehrlich und sag, was ich denke. Sehr gut. So, bei dem Punkt sage ich dir jetzt auch, was ich denke. Und zwar bin ich sehr wahrscheinlich rumgelaufen wie ein Gockel, aber wahrscheinlich nicht, als würde mir die Stadt gehören und auch definitiv nicht der C-Promi-Klassiker. Aber das ist ein Phänomen, das habe ich festgestellt. Du hast vorhin meinen Vater erwähnt, der hat es mir einmal gesagt. Und das ist mit all den Menschen, die ich kenne, die irgendwie ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Bei wem machst du sonst so etwas? Dass wenn jemand an dir vorbeiläuft, du dann die Person einfach mal beobachtest. Das ist Punkt 1. Das zeigt dir schon, du entscheidest dich bewusst, ah, jetzt schaue ich aber mal, ja. Und ich behaupte, ab dem Moment, wo du dir das dort entschieden hast, hast du dann eigentlich auch schon deine Entscheidung getroffen. Weil, egal was ich dann mache, du hast dann das Gefühl, entweder, nehmen wir mal an, ich bin dort Herbstmesszeit, ich bin mit Kollegen, ich behaupte jetzt mal, ich habe sicher the time of my life gehabt. Wenn ich mit Kollegen an der Herbstmesse kann sein, oh, einen Moment. So. Dann habe ich einfach Spass. Und das ist jetzt eben genau das, was mein Vater mal gesagt hat. Er hat gesagt, sobald man in der Öffentlichkeit steht, und man hat Spass, dann heisst es, schau mal dran. Hat das Gefühl, eben wie so, dem gehört statt. Ja? Hat das Gefühl, der kann sich alles erlauben. Wenn jetzt im Umkehrschluss ich aber zum Beispiel gefunden habe, ich will eben nicht irgendwie auffallen, eh nicht, aber ich will jetzt ja nicht irgendwie, dass jemand merkt, dass ich da bin und keine Ahnung was, dann wenn du, wo ja mich schon gesehen hast und einfach gefunden hast, du beobachtest mich, hast du entschieden, ja, der hat das Gefühl, das ist etwas Besseres. Hä? Schau mal an, wie der tut so, als würde jeder ihn kennen und als müsste er sich verstecken oder wie auch immer. Also in dem Moment, wo du entscheidest, mich zu beobachten, kann ich es dir schon nicht mehr recht machen. Jetzt habe ich aber gemerkt, das ist mir zum Glück mittlerweile auch scheißegal. Mega gut, weil eben ich gemerkt habe, es ist eigentlich egal, was ich mache, sondern das Problem in dem Moment ist bei dir. Und zwar bei dir damals, weil du
eben damals die Entscheidung so getroffen hast. Ich finde es mega nett, dass du mir schreibst und so ehrlich bist, dass du auch deine Meinung kannst ändern. Aber das ist eben ein Phänomen, das ich oft schon festgestellt habe. Weil ich bin sicher ein anderer Mensch gewesen früher und ich bin sicher auch ein absoluter Idiot gewesen und bin es auch immer noch sehr gern. Vor allem, wenn ich noch ein bisschen getrunken habe. Aber ich habe dann nicht das Gefühl, dass mir die Stadt gehört. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich bekannt bin oder irgend sowas. Im Gegenteil, sondern ich bin einfach mir selber. Und ich finde es ganz wichtig, wenn Menschen sich selber sind. Und ich bin sogar zu wenig mir selber. Wenn ich ganz mir selber war, dann hättest du wahrscheinlich noch anders geschrieben. Dann hättest du geschrieben, wieso laufst du nackt durch die Stadt? Von wegen, schaut mich an. Nein, ernsthaft. Aber das ist mir jetzt nur aufgefallen, wegen dem, ich habe dich mal ein bisschen beobachtet. Ist auch ein bisschen creepy, muss ich einfach mal so sagen. Gut. Dann machen wir weiter mal. Aber wo ich den dann mal im WWW gefunden und gelost habe, weiß nicht mehr genau was. Du hast einmal die Pappe noch gemacht, das ist der Hammer gesehen. Na ja, dann habe ich gedacht, gib dir mal einen Ruck und los ist so, was er so zu erzählen hat. Wie gesagt, seitdem verfolge ich auch deine Podcasts. Und ja, man kann sich auch täuschen in einem Mensch. Jetzt würde ich gerne mit dir mal ein Bier schnappen, was ich vorher nicht gebraucht hätte. Darum denke ich, schaue mal dein Programm an, wo du wenn denn auftrittst. Also, bleib wie du bist, was du ja eh machen wirst, Chrisli Pascal. So, und jetzt kommen wir zum sehr persönlichen Teil. Vielen, vielen Dank für deine Nachricht, Pascal. Ich schätze es wahnsinnig und es freut mich mega, dass du trotz deiner zuerst negativen Konnotation zu mir dir selber einen Ruck gegeben hast. Und dir Zeit genommen hast und dir den Aufwand gemacht hast, dich mit mir ein bisschen näher auseinanderzusetzen, sozusagen. Ja. Weil was du da schreibst, ist, wie schon vorher gesagt, ist ja alles bei dir passiert. Ich habe gemacht, was ich gemacht habe und bin so gesehen, wie ich gesehen bin. Und du hast für dich eine bewusste Entscheidung getroffen, wie du sagst, gibst du mal einen Ruck und hast aufgrund von was auch immer ich nehme an, du hast das Video gesehen, wo ich mit dem Bröckelmann Leute imitiere, und hast aufgrund von dem dann entschieden, ich gehe noch einen Schritt weiter und ich gehe noch einen Schritt weiter und ich beschäftige mich mal mit dem und seiner Arbeit. Und dass du so eine Kehrtwende kannst machen, das freut mich wahnsinnig wie will ich sagen, bestätigt mich auch so in meinem Leben und in meinem Sein, weil ich eben so denke, ich mache einfach das, was ich mache und ich probiere, das so gut zu machen wie möglich und ich probiere auch wirklich so nett sein zu den Menschen, wie es noch geht. Und dann kommt das irgendwie gut. Und ich glaube wirklich fest daran, ich glaube wirklich sehr, sehr fest daran, dass das Menschen grundsätzlich machen sollten. Es ist im Fall auch kein Geheimnis. Aber mein großer Held, der Conan O'Brien, hat im 2010, glaube ich, ja, im 2010 hat er seine damalige Late-Night-Show verloren, sozusagen. Ja. Das hat so ein bisschen einen Krieg gegeben zwischen ihm und dem Jay Leno. Und das ist hin und her gegangen. Und es ist dann irgendwann klar gewesen, er macht seine letzten Sendungen. Und die sind sensationell gewesen. Weltklasse. Aber das kann ich ein anderes Mal erzählen. Und dann hat er seine allerletzte Sendung. Er hat keine Ahnung, was danach passiert. Er hat in den letzten Sendungen beste Comedy gemacht und in seiner allerletzten Sendung ist er am Schluss ernsthaft dort gesessen an seinem Pult und hat gesagt, Zynismus ist eine von den Eigenschaften,
die er am wenigsten gern hat, die er nicht mag. Und lieber arbeitet ihr gut, lieber sind ihr nett zu Menschen und tolle Sachen werden euch passieren. Und wenn das 2010 war, bin ich in dem Fall 22 gewesen. Ja, yeah, genau. Und das hat nachhaltig mein Leben verändert. Weil ich einfach so gefunden habe, wenn mein grosser Held das sagt, dann muss ich das so machen. Dann muss ich, weil früher habe ich gedacht, zynisch ist cool und geil und keine Ahnung was. Und irgendwann hat sich das nicht von einem Tag auf den anderen, ich habe ja auch ein bisschen mehr müssen noch verändern, sage ich jetzt mal. Aber das ist mir immer geblieben. Ich habe mir so gefunden, Zynismus ist es nicht. Ja, also zynisch will ich nicht sein. Und ja, ich schaffe und ich probiere, nett zu Menschen zu sein. Und es werden sicher tolle Sachen passieren. Und der Rest ist nicht in meiner Kontrolle. Das heisst, der Rest ist, wenn jemand wie du, Pascal, mich beobachtet und findest, so ist er, dann hast du die Entscheidung getroffen. Genauso aber, und das finde ich aber das Geile daran, wenn du dann sagst, ich lasse jetzt gleich mal, was der macht. Ich schaue jetzt mal. Ja, okay, gehen wir einen Schritt weiter. Lernen wir unseren Podcast und jetzt bist du an dem kritischen Punkt, wo du findest, ich glaube, ich schaue mal sein Programm. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich habe mein Mantra verfolgt sozusagen und du hast die Zeugs gemacht und unsere Wege kreuzen sich jetzt denn. Finde ich Weltklasse. Komm gerne vorbei, wo auch immer. Sag Hallo nach der Show und wenn es die pandemische Gegebenheiten erlauben, würde ich dich sehr gerne umarmen. Vielleicht auch küssen. Und nein, sondern würde sehr gerne Hallo sagen und zwei, drei Wörter mit dir wechseln. So, und da haben wir noch E-Mail und danach ist auch gut für heute, weil dann sind wir auch schon wieder bei, wahrscheinlich, ja, gut über 40 jetzt. Alles Gute zum Geburtstag! Happy Birthday, Joel. Ich wünsche dir für dein neues Lebensjahr viele schöne Momente und alles erdenklich Gute. Genieß deinen Tag, feier ihn. Planst du jeweils etwas für deinen Geburtstag oder ist das für dich ein Tag wie jeder andere auch? Ganz liebe Grüße, Isabel. Danke vielmals, Isabel, danke vielmals auch an, wer ist es gesehen? Zwei oder drei Menschen, wo mir auf Instagram geschrieben haben. Weißt du, wie sie heißen? Ah, shit. Da, genau. Nice. Simona, danke vielmals. Hey Joel, unser Mutzis Oberhaupt, herzliche Gratulation zu deinem Geburtstag. Wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke, danke, danke. Und was haben wir noch gehabt? Irgendeine, wo ist das denn gesehen? Find es nicht mehr. Auf jeden Fall, um die Frage noch zu beantworten. Ich feiere immer ein bisschen anders sozusagen. Also ja, planen ist übertrieben, aber es ist schon eher ein Tag wie jeder andere auch. Ich bin gern eben noch vielleicht ein bisschen in Gesellschaft. Diesmal ist es eher klein gewesen, manchmal ist es ein bisschen grösser. Aber es klingt nicht so blöd. Aber das, was viele Menschen an ihrem Geburtstag haben, das habe ich sehr oft im Jahr. Nämlich, ich gehe auf eine Bühne, in dem Moment bin ich im absoluten Mittelpunkt, weil alle anderen Menschen sitzen nehmen, schauen auf mich. Das heisst, an meinem Geburtstag muss es jetzt auch nicht so mega um mich gehen, weil ich habe das beruflich, ich habe das als meine Passion, habe ich das als Begleiterscheinung, dass ich im Mittelpunkt bin und darum muss ich in anderen Punkten definitiv nicht so fest mich in den Vordergrund drängen und darum ist der Geburtstag also etwas. Der Geburtstag ist für mich mehr etwas, wo ich tolle Menschen zusammenbringen kann. Und die haben alle eine Verbindung zu mir. Jetzt mit der Familie ist es natürlich einfach, aber ich habe schon Geburtstagsfeste gemacht, wo
Leute aus den unterschiedlichsten Gebieten zusammenkommen. Und die haben es gut. Und dann denke ich so, ah, das finde ich aber schön, weil das zeigt irgendwie für mich, dass auch wenn ich in völlig unterschiedlichen Bereich Bekanntschaften und Freundschaften habe, dass die irgendwie alle etwas gemeinsam haben. Und ich denke immer, es ist wahrscheinlich der Humor, weil ich irgendwie auch auf das hingezogen bin, sozusagen. Auf das hingezogen? Angezogen? Wie auch immer. So, das war es gesehen von dieser Woche. Ich muss jetzt, ich muss jetzt mal Hose anziehen. Und auf Zürich, um den nächsten Podcast aufzunehmen. Der kommt dann in 10 Tagen. Weil der Freitag, ich sage euch noch nicht, wer kommt. Wer der Freitag kommt, sage ich euch jetzt einfach extra noch nicht. Weil es wird bei euch aufpoppen und ihr werdet es eh hören. Alright, vielen, vielen Dank fürs Hören. Falls ihr so weit gelost habt, alles Liebe und habt euch gern. Bleibt gesund, kann man ja gar nicht sagen. Bleibt ohne zu viel Symptome und bis dann. Peace! We'll be right back.